eyes. It's the chance of your life. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gott's Ehre und herzlich willkommen zu einer weiteren Blog. Hoffentlich geht's gut. Bei euch alles fresh, bei euch ist alles ready. Heute soll es um das Thema gehen: Home Training, worauf ich achten würde im Hinblick auf das Programming. Denn auch Programming spielt eine Rolle, wenn es um das Training zu Hause geht. Denn nur weil du jetzt sagst, okay, jetzt bist du für ein paar Wochen daheim eingeschlossen, vernachlässigen wir das Programming. Wir brauchen keine Struktur, wir machen einfach irgendwas. Wir machen einen Handstand und wir machen Radschlagen und all diesen Spaß. Nee, komm nicht in die Tüte. Deswegen Programming beim Home Training. Bleibt dran, stay tuned. Let's go! Also meine Freunde, Thema Programming beim Home Training. Um was geht es schlussendlich? Was unterscheidet jetzt ein Training zu Hause von einem Training im Gym mit schweren Gewichten? Ja, du wirst sagen, in den meisten Fällen die schweren Gewichte, also die absolute Last, die einfach im Gesamten ein bisschen geringer ist. Was heißt das? Das heißt, dass unser zentrales Nervensystem insgesamt viel weniger belastet wird, als wenn du jetzt eine Kniebeuge machen würdest mit, keine Ahnung, 150 Kilo. Ja. Ist wahrscheinlich etwas weniger demanding und etwas weniger disruptive für den gesamten Körper, wenn du irgendwie einen Foam Roller Wall Squat machst, der zwar lokal sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber im Hinblick auf das Gesamtsystem viel weniger Stimulus erzeugt, beziehungsweise den Körper viel weniger aus der Homöostase reißt, aus dem Gleichgewicht. Ja. Das heißt, es gibt hier ein paar Variablen, mit denen wir spielen können und die wir, oder eine Stellschraube, an denen wir drehen können, um das Home-Training daheim noch ein bisschen effektiver sogar zu gestalten, beziehungsweise sogar spezielle Muskelgruppen zu priorisieren. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass jemand daheim trainiert und nur mit Körpergewicht und Bändern sein Training gestaltet. Ja. Das heißt, eben wie schon gesagt, die absolute Last ist um einiges geringer. Das Erste, worauf ich hier Wert legen würde, ist, die relative Last hochzuhalten. Was heißt jetzt die relative Last? Das ist nichts anderes als die Nähe zum Muskelversagen. Das heißt, wie intensiv im Hinblick auf Wiederholungen im Tank, im Hinblick auf Rate of Perceived Exertion, also RPE, wie intensiv trainierst du? Ja? Das heißt, diese relative Intensität soll nach oben geschraubt werden. Ja? Viele andere Coaches mögen da vielleicht anderer Meinung sein. Ich bin es nicht. Für mich persönlich im Home-Training unheimlich wichtig, dass die relative Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, sehr, sehr groß ist, beziehungsweise ja, die Nähe zum Muskelversagen groß. Das heißt, du solltest in den meisten Fällen auch Muskelversagen hitten, wenn du mit deinem eigenen Körpergewicht beziehungsweise Bändern arbeitest. Eine weitere Stellschraube, die wir drehen können, ist die Trainingsfrequenz, denn aufgrund dessen, dass die absolute Last um einiges geringer ist, ist auch die Belastung auf unter anderem passive Strukturen ein bisschen geringer und natürlich, wie schon gesagt, auch das Gesamtsystem, den Körper als Ganzes. Ja. Das heißt, du kannst eventuell die Trainingsfrequenz ein bisschen nach oben anpassen. Ich würde hier allerdings nicht irgendwie in die exzessive Richtung gehen und sagen, okay, ich trainiere jetzt jeden Tag ganz Körper, all out, balls to the wall, sondern ich würde einfach die Trainingsfrequenz ein bisschen höher halten. Das heißt, wenn du zum Beispiel vorher jeden Muskel zweimal die Woche trainiert hast, könntest du ihn jetzt zweieinhalb Mal oder gar dreimal trainieren. Eine weitere Sache, die unheimlich cool ist, ist, dass du diese Zeit jetzt nutzen kannst, um eventuelle Schwachstellen hervorzubringen, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr zu priorisieren. Das Ganze fällt natürlich um einiges leichter, wenn es um den Oberkörper geht, denn der Unterkörper wird beim Training mit dem eigenen Körpergewicht, beziehungsweise mit Bändern, wahrscheinlich ein bisschen nach hinten angestellt. Das heißt, wenn du sowieso ein bisschen schwächeren Oberkörper hast, vielleicht schwache Side Delts oder einen schwachen Bicep, yeah! Dann kannst du diese Muskelgruppen ein bisschen priorisieren, indem du logischerweise den Oberkörper zum Beispiel vor dem Unterkörper trainierst und all solche Geschichten. Ja? Also das wäre noch ein wichtiger Aspekt, den ich ansprechen würde, wenn es um das Training zu Hause geht. Zu guter Letzt will ich noch das Thema Volumen ansprechen. Dadurch, dass die absolute Last, wie schon des Öfteren jetzt angesprochen, ein bisschen geringer ist, kannst du das Volumen ganz, ganz leicht erhöhen. Ich würde auch hier nicht in irgendeine exzessive Richtung gehen, sondern würde erstmal lernen und somit zurückzuführen auf den Punkt relative Intensität, dass du jeden einzelnen Satz
den du daheim verrichtest, effektiv nutzt. Das heißt, jeden einzelnen Satz mit einer hohen relativen Intensität gestalten kannst. Denn wenn du jetzt sagst, okay, jetzt baller mal 6 Sätze Liegestütz, weil Volumen, yeah, Volumen is the key driver for hypertrophy, dann kann er schnell in die Hose gehen, weil, seien wir uns ehrlich, wenn jemand Benchen gewohnt ist mit, sagen wir, 3 Sätzen und dann auf einmal 6 Sätze Push-Ups machen muss, du wirst nach 3 Sätzen nicht mehr die nötige Motivation und vor allem die nötige Willenskraft und vielleicht auch Ganzkörperstabilität aufbringen können, um alle Sätze mit der nötigen relativen Intensität zu gestalten. Also du kannst das Volumen durchaus leicht erhöhen. Ich würde sogar hier und da eine Intensitätstechnik einbauen, eventuell mit Restpause arbeiten, beziehungsweise Vorermüdung, das ist noch ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, denn du wirst vielleicht an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, du schaffst jetzt irgendwie 30 Liegestütz am Stück. Das ist zum Beispiel die erste Möglichkeit, dass du die Liegestütz einfach belädst mit einem Zusatzgewicht, einem Rucksack oder gar Bandit, ja, also Bändern. Und die andere Möglichkeit, dass du zum Beispiel davor einen Restpausesatz Flies machst, also Cuffed Flies oder Flies with Bands, yeah. Das wären alles Möglichkeiten. Das heißt, Vorermüdung, Pre-Exhaustion, also und in weiterer Folge natürlich auch Intensitätstechniken, Supersets, Dropsets eventuell, beziehungsweise die besagten Restpausetechniken. Und wenn du daran Interesse hast, zu sehen, wie ich ein Programming gestalten würde für zu Hause, für 4, 5, 6 Tage die Woche, dann lass mich bitte wissen, schreib es mir in die Kommentare, denn dann kann ich vielleicht eine Bildschirmaufnahme machen, ein Programming, eine kleine Introduction zu verschiedenen Programmings und so weiter und so fort, vielleicht auch Sheets zur Verfügung stellen. Also lass mich wissen, schreib es in die Kommentare und wenn dir dieses Video gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn du Thumbs up hittest, ein Abo da lässt natürlich. Danke für den Support. Support ist kein Mord. Yeah! Derry? Schoko-Crispies sind einfach live. Keine Werbung an dieser Stelle. Mmm. Delicious. Derry. Vor langer, langer Zeit, meine Freunde, noch weit bevor das hier alles mit dem Fitness-Lifestyle angefangen hat, war ich ein bisschen into Sneakers und jetzt habe ich mir also aus Spaß gedacht, dass ich wieder mal bei einem Rapper mitmache, das heißt, dass ich Sneaker gewinnen kann und ich habe es getan, komplett randomly, also ich wollte es ja eigentlich gar nicht und dementsprechend sitze ich jetzt hier mit ein paar Easy Free A's. Stabil eigentlich. Schauen wir das Ding mal an. Was würdet ihr sagen? Stabil oder nicht so stabil? Direkt zurücksenden. Gibt es für dich irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt mindset-technisch ist es vielleicht manchmal in der Garage allein ein bisschen schwieriger als jetzt irgendwie im Fitnessstudio, wo du doch eventuell auch von like-minded people umgeben bist? Ja. Komplett irre. So. Podcast mit Damien Seid ist in the books. War eine ziemlich geile Episode, ihr könnt sie in rund 2 Wochen abchecken. Es geht um Athletiktraining, es geht um den Kraftraum und warum es seine Vorteile hat, wenn man daheim trainiert, alleine trainiert, was ja vor allem in der jetzigen Zeit rund um Corona relevant ist. Ja, also checkt die Episode unbedingt ab. Wie gesagt, 2 Wochen so in etwa und jetzt gibt es hier noch ein paar Videoanalysen von meinem
Kunden Daniel, der sich äußerst gut schlägt beim Home-Training. Stabil. Und dann geht's was essen. So, meine Damen, meine Herren, es gibt Abendessen. Moin. Eigentlich muss ich Omega Reis nehmen. Eigentlich Omega Reis. Gibt es jetzt noch mal ein bisschen mehr Omega 3 in Form von Räucherlachs auf Mais- und Reiswaffeln? Und wer mich kennt und meine Instagram-Story verfolgt, der weiß, dass es so ein Staple-Meal von mir ist. Dazu gibt es ein Kilogramm Gemüse mit Ketchup oder auch Ketchup mit Gemüse. Stabil. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert, das Video teilt oder es einem Freund zeigt und sagt: Boah, Chris, dieser fresh Dude, check ihn ab. Yeah. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein, verwirrt eure Träume und greift nach den Scheren. Wir sehen uns im nächsten Video. Good day.